So, meine lieben Zuschauer, jetzt habt ihr gerade einen Einspieler gesehen, ein paar Tipps und Vorschläge für den Sommerzeit. Vielleicht habt ihr schon einige Ideen jetzt bekommen, was wir machen. Ich bin auch Ausländer. Okay, wie soll ich reden? So viel. Und ich kaputt. In Englisch oder? Alles. Alles, okay. Some films about checkers. Checkers from Neckars. Ich bin hier in der Parkanlage der Ranger und Parkwächter von der Stadt ehrenamtlich. Wir messen heute die Feinstaubbelastung hier in der Gegend. Können Sie uns auch einen Staubwert nennen von Ihrem Standpunkt? Oder haben Sie heute noch nicht gemessen? Auf Ihren Navi oder was Sie dabei haben? Ein Feinstaubwert. Oder allgemeinen Staubwert vom Fahrzeug. Weiß ich überhaupt gar nicht, ob wir sowas wissen. Stefan, wissen wir? Also Euro 5 plus, sagt mein Mann, wären wir. Ja, das sagt mir aber ein Wert selber? Ich brauche hier den Wert zwischen 80 Gramm oder so. Meistens zwischen 0 und 100 gibt es meistens so eine Tabelle. Guten Morgen, Servus. Ja, nee, ich glaube 180. 180? Der ist ja schon 8 Jahre alt, 9 Jahre alt. Von dem Staub, was sie produziert haben jetzt, von der Zeit, was sie hier sind, die Staubwert. Vielleicht mal. Keine Ahnung. So, haben Sie also heute schon Staub gewischt oder ist noch frisch produziert? Ich bin ja gerade erst gekommen. Null, genau. Ja. Ich würde trotzdem. Wissen Sie, wer Staub produziert? Ich kann es Ihnen sagen. Ja. Das sind die Jugendlichen, kommen Sie mal her. Ach so, okay. Gestern Abend haben wir es nämlich mitgekriegt. Da hat ein Auto Vollgas beschleunigt. Deswegen bin ich ja auch da. Und genau. Der macht Staub. Haben Sie angerufen gestern. Aber mit dem Wohnmobil geht es gar nicht. Wir konnten in der Nacht nicht mehr kommen und dann haben wir halt gedacht, schauen wir in der Früh vorbei. Ja. Ich weiß nicht, machen die so Kunststücke oder? Die machen Drifts, ja. Ne? Die fahren im Kreis rum. Genau, da vorne ist heute Nacht einer rumgefahren. Total verrückte. Das macht Staub. Verrückte Leute. Ja. Aber wir nicht. Und haben Sie da sich irgendwas gemerkt, wie viele Leute das waren oder welche Fahrzeuge? Es waren BMW, aber. BMW, ja, wo? Okay. Was auch immer, aber keine Ahnung. Jetzt das dritte Wochenende in Folge, was die andere. Okay. Na ja, also wir sind es nicht. Ich fahre mich ein bisschen unein. Wir haben 4,5 Tonnen, wir fahren. Und es war jetzt so schlimm nicht, aber Sie sehen ja die Spuren hier, ne? Ja, das ist katastrophal. Also. Und dann staubt es natürlich, ne? Ich weiß es nicht, die müssen halt immer Fenster wischen da drüben, Fenster putzen, die Anwohner. Ja, heutzutage, die Leute rufen wegen allem an, aber ist halt so. Also wir sitzen. Das Kind vorhin, sein Tier verloren, der Berli. Da waren vorhin Leute mit dem Kind dabei. Gott, ja, schade drum. Ist sie weit gegangen? Ja, das ich, weiß ich nicht. Ich gebe kurz eine Fahndung raus, ist kein Problem. Vielleicht da zum Spielplatz. Ja, ich gebe kurz eine Fahndung raus, ist kein Problem. Das machen wir gleich. Vielleicht können Sie es irgendwo ablegen, genau. Vielleicht kommen Sie wieder vorbei. Ja. Ja, grüß dich, Daniel ist hier. Wir haben ein vermisstes Kuscheltier gefunden. Vielleicht kannst du mal rumfragen, ob sie vorne am Parkplatz sich jemand gemeldet hat am Supermarkt. Hallo? Ist der Hugo auch da, oder? Ist der Hugo auch da? Der Hugo? Ja. Keine Ahnung, ich sehe ihn eigentlich. So ungefähr. Hey Hugo, bist du da? Dann sag ich deinen Namen. Wann soll der da sein? Ob er zu Hause ist und wohnt hinter. Okay. Schlaft immer hier. Also hast du ihn gesehen oder? Nee, ich habe ihn gleich nicht gesehen. Ich muss die Nummer rufen. Hier ist deine Hausnummer. Irgendwas ist immer los. Ja. Ihr habt ja nur Leben. Sie sind vom Ordnungsamt oder was? Nein, ich bin hier vom ehrenamtlichen Parkdienst und Gemeindeaufsicht. Ja. Genau. Wochenende ist halt immer am meisten los. Ja, klar. Das ist so. Klar, aber ist so. Guten Platz habt ihr euch ja ausgesucht.
Ja, wir dachten, es wäre sogar ein Stellplatz irgendwo, haben wir da vorne gelesen, weil es da Strom gibt oder was. Ach so, ja. Also wenn ihr wollt, kann ich euch hier aufsperren, aber das nee, ist... Nee, wir brauchen nichts, wir haben Solarzelle auf dem Dach. Ah, okay. Wir brauchen nichts. Wir sind gestern Abend spät hergekommen, ganz weil spät. Wir, wie gesagt, vom Schwarzwald kommen. Ah, wir fahren jetzt weiter Richtung Gera, Zwickau, weiß ich wohin, da haben wir noch einen Termin, wenn das Wasser nicht reinläuft. Gebe ich euch noch eine Spezialschicht mit, für das hilft gegen die Insekten. Ja. Also es gibt immer so viel Viecher, was vorne auf die Scheibe klatschen oder ja, um die Seite geht. Rein. Da gibt es so einen Spezialfilm, das kann man über die Scheibe ziehen und dann macht ihr einfach den Scheibenwischer rein. Ah ja. Wollen wir mal ausprobieren gleich? Nee, lass nur. Nee, will ich nicht. Hallo, ich will es nicht ausprobieren. Ihr seid unsere Test. Nee, ich will es nicht ausprobieren. Weil nachher verschmiert es mir die Scheiben und dann sehe ich nichts. Für die Test, wir haben so Testkandidaten im ganzen Bundesgebiet und dann sieht man halt, wie die Insekten oder die nehmen das Warnsignal auf und dann und ja, haben wir selbst produziert. Wollt ihr das ausprobieren? Nein, gerne? Nein. Dann verkaufe ich es euch gerne für 10, 15 Euro. Nee, ich will es nicht ausprobieren. Und hinterher schickt mir eine E-Mail, ob es geklappt hat. Nee, glaube ich nicht, weil wenn wir auf der Autobahn fahren, glaube ich nicht, dass die Insekten ausweichen können. Ja, die sehen das wie eine Farbe, die nehmen das wie eine andere Farbe wahr, weil die andere Augen haben, weißt du? Ja, das ist mir schon klar, die haben Facettenaugen und können... Genau, richtig. Du kennst dich ja gut aus. Dann würde ich mir einfach mal ihr Kennzeichen notieren und dann können wir in Kontakt bleiben gerne. Oder rufen Sie mich nochmal an? Ich glaube nicht, dass ich anrufen werde. Okay, schade drum. Okay. Tschüss, auf Wiedersehen. Ja. Ja, was wird das? Ich weiß noch nicht, was das wird. Was wird das? So unglaublich ist das, wie gesagt. Du musst aufpassen. Ja. Viele du tust mich mit jemandem verwechseln. Das kommt drauf an. Ja. Du bist doch der Puppenspieler, oder? Was für Puppenspiel? Ich spielst du noch mit Puppen oder was? Das soll nicht. Ich meine Puppen sind in Südstadt immer verteilt, aber das ist, macht mein Bruder. Da verwechselst du mich jetzt. Naja, du verwechselst mich mit jemand anders. Ja. Ich kann gerne meine Puppen holen, dann können wir es besprechen mit ihnen. Aber also deine Puppen da? Kein Problem. Ich spreche mit Bäumen, ich spreche mit Wänden, ich spreche mit Puppen. Ich kann deine Gedanken lesen. Es ist überhaupt kein Problem. Ey, sag mal, steht bei mir was draufgeschrieben oder was? Jeder Idiot kommt zu mir oder was? Ja. Ja, wenn du so laut rufst, dann kommen die Leute her. Du bist der. Ey, wie deutlich soll man das sagen? Du bist der Chef. Wie deutlich? Ne? Du Chef und ich komme zu Gast. Ich so nicht, ey. Bei mir steht Idiot draufgeschrieben oder was? Schreibe ich euch gerade einen Sparschein oder eine Ermäßigung aus. Wo möchten Sie heute tanken? Das wissen wir noch nicht. Das wissen wir nicht. Fahrst du? Ja, ich fahre weiter. So, bitteschön. Entschuldigung, ich habe einen kleinen Spaß gemacht. Entschuldigung. Wir sind bei der versteckten Kamera unterwegs. Wir haben natürlich ein bisschen Comedy für euch auf der Straße. War natürlich nicht ernst gemeint, nicht, dass ihr denkt, lauter Verrückte da im Ort. Hier vorne ist uns die Kamera drüben versteckt beim Mülleimer. Gute Zeit. Wenn ihr Lust habt, lade ich euch gerne in die Show ein. Schneidachtal und Umgebung. Frankens meist versteckteste Kamera. Lustige Leute seid ihr ja. Okay, ich glaube, wir müssen auf dem Rückweg wieder vorbeikommen. Gerne, schaut ihr wieder rein, hier sind nur lustige Leute. Also, wunderbar. Können wir es veröffentlichen oder soll ich euch zensieren? Wie wollen wir das machen? Alles gut. Seid ihr dabei? Yes, wir sind dabei. Okay, vielen Dank, alles Gute, schaut ihr rein. Danke, gute Fahrt euch. Tschüss, ade. Gerne unten ein paar Texte rein, schreiben in die Kommentarleiste. Wir lesen wieder alles durch und antworten auf ausgewählte Meinungen und Kommentare. Vielen Dank und... bis zum nächsten Mal. Servus, Leute. Servus.